Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Es freut mich wieder riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt und ja, heute möchte ich mit euch über sehr spannende Themen sprechen. Zum einen geht es um eine Entscheidung der SEC, die zu einem Bitcoin-ETF getroffen werden muss am Donnerstag. Da geht es darum, eben zu entscheiden, ob dieser ETF-Antrag akzeptiert oder abgelehnt werden muss oder wird. Außerdem sprechen wir über den Kryptoskeptiker Krugman, der ja Nobelpreisträger ist und der sich sehr, sehr negativ zu dem Bitcoin geäußert hat, denn seine Aussagen bezüglich des Bitcoin haben Risse bekommen. Doch bevor wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen, falls euch dieses Video gefällt. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid und auch zukünftig keine Videos mehr verpassen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo da lassen. Und für alle, die bereits verschiedene Crypto-Assets halten und nicht genau wissen, wo diese am besten verwahrt werden sollen, ihr solltet euch auf jeden Fall den ersten Link in der Videobeschreibung angucken. Dieser führt nämlich zu einem sehr, sehr guten Krypto- bzw. Hardware-Wallet. So, und jetzt gucken wir uns natürlich erstmal die aktuelle Situation an und wir sehen, dass der Bitcoin hier aktuell mit einem Wert von 6.488 Dollar pro Bitcoin unterwegs ist. Das Market Cap liegt aktuell bei 111 Milliarden US-Dollar und das Handelsvolumen hat sich in den letzten Tagen ein bisschen verschlechtert auf insgesamt 3,5 Milliarden US-Dollar. Wir sehen ansonsten, dass es hier ein Change von plus 1,39% gibt und im Vergleich zur Top 10 sehen wir hier, dass der Bitcoin relativ gut performt. Solana liegt hier mit 2,39% ein bisschen positiver da und Monero hier wieder in der Top 10 hat aktuell einen Wert von 4,29% an Wertzuwachs generieren können. Außerdem sehen wir, dass die Bitcoin-Dominanz wieder so ein bisschen Richtung 50% wandert. Das heißt also, die Anleger fangen wieder an, mehr Geld oder mehr Kapital in andere Kryptowährungen zu investieren und daher aktuell ein Wert von 52,1%, was dennoch ein sehr, sehr guter Wert ist. Wir gucken uns die erste Aussage an, beziehungsweise den ersten Artikel. Und zwar geht es darum, dass hier ein Bitcoin-ETF entsprechend von der SEC abgelehnt oder akzeptiert werden muss und das schon am Donnerstag. Und der Grund ist dafür, dass der Antrag für diesen ETF schon im Dezember 2017 eingereicht wurde und jetzt gibt es keine Möglichkeit mehr, diesen ETF-Antrag zu verschieben. In der Vergangenheit haben wir häufiger mitbekommen, dass verschiedene Anträge aufgrund von ja, verschiedensten Dingen, die geprüft werden mussten, verschoben wurden. Die SEC räumte sich da relativ viel Zeit ein, um wirklich alle Facetten und alle, ja, sagen wir mal, Fallstricke eben lösen zu können, beziehungsweise diese zu besprechen. Und hier haben wir eben einen ETF, der einfach aufgrund der ganzen Regularien nicht noch weiter verschoben werden kann. Also das heißt, es muss eine Entscheidung her. Hier geht es um den ETF von ProShares, die einer der größten Anbieter von ETFs allgemein sind und ein Gesamtvermögen von über 30 Milliarden US-Dollar halten quasi. Und das ist auf jeden Fall eine Menge Geld. Das heißt also, hier hat man ein Unternehmen bzw. einen Anbieter für ETFs, der sich mit dem Thema auskennt und eben auch regulatorische Fallstricke normalerweise kennen sollte. Dennoch ist dieser Artikel eher so ein bisschen negativ aufgesetzt. Das heißt also, wir haben in der Vergangenheit ja von der SEC verschiedene Faktoren und Gründe genannt bekommen, warum ETFs abgelehnt wurden. Wir haben zum Beispiel den ETF der Winklevoss Brothers, die hier einen ETF bereits eingereicht haben. Der wurde kurzerhand wieder abgelehnt. Also das ging alles relativ schief und es gab eben auch vor allem Probleme bei dem Thema Verwahrung und so weiter. Und dieser ETF könnte das Ganze jetzt eben entsprechend verändern, die ganze Lage, denn es geht hier nicht um einen ETF, der eben tatsächlich mit echten Bitcoin-Beständen gedeckt ist, sondern es geht quasi nur um einen in Anführungsstrichen Bitcoin-Future-Kontrakt, womit eben keine physischen Bitcoin-Bestände vonnöten sind. Und dieser würde eben auf der oder beziehungsweise an der CME oder CBOE genau gehandelt werden. Und das ist natürlich dann eben kein Thema mehr, wo es dann um die Verwahrung des Bitcoins geht. Andere wie zum Beispiel, also andere ETFs wie zum Beispiel der Vorschlag von VanEck beziehungsweise der Firma SolidX beziehungsweise dem ETF SolidX, da ging es eher darum und der wird ja dann, ich glaube,
August, nicht August, sondern September, November oder so entschieden, dass da eben entsprechende Bitcoin-Bestände tatsächlich hinter sein müssen, um eben ja, das Produkt zu decken. Und das ist eben jetzt hier nicht der Fall. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit schon relativ hoch, dass das hier durchgehen kann. Aber die Frage ist, ob die SEC das genauso sieht oder eben nicht. Und falls es dazu kommen sollte, dass dieser ETF jetzt eben durchgewunken wird, dann könnte es natürlich die Möglichkeit sein, eben weitere ETFs eben auch durchzubekommen. Die Frage ist nur immer, inwiefern das tatsächlich auch den Preis ankurbelt, wenn es eben nicht mit wirklichen Bitcoins gedeckt ist. Und da ist eben der Vorschlag von Van Eck deutlich interessanter, weil eben, wie gesagt, bereits da dann Bitcoin-Bestände eben mit ja, verbunden sind. Und so, dann gucken wir uns den zweiten Artikel an, und zwar geht es darum, um die Kursbewegung. Wir haben ja mitbekommen, dass der Kurs jetzt auf $6,400 zum jetzigen Zeitpunkt gestiegen ist. Wir haben ja auch mitbekommen, dass der Kurs bis 5.800 abgefallen ist. Dann gab es ja aus meiner Sicht diese Marktmanipulation durch Tether, und das ganze Thema wird hier eben auch nochmal so ein bisschen aufgeschlüsselt. Also weniger, es geht weniger um diese Manipulation als vielmehr darum, dass die beiden Investoren Arthur Hayes und Bart Smith sich zu dem Thema jetzt nochmal geäußert haben und davon ausgegangen sind, dass nachdem der Markt stabilisiert wurde bzw. die Bereinigung eben stattgefunden hat, dass es eben mittelfristig wieder zu einer Rallye kommen kann. Ich weiß, dass es immer mal wieder diese halbgaren Aussagen gibt, da niemand oder beziehungsweise ich möchte mich persönlich nicht dafür bürgen, dass eben der entsprechende Kursrallye wieder ankommt beziehungsweise diese eben wieder stattfindet. Und ich lese relativ viel Kritik von verschiedenen Leuten, die meine Videos gucken, dass ich mich eben nicht klar positioniere. Aber ich glaube halt, dass es viel wichtiger ist, sich bestimmte Informationen anzueignen, diese zu sammeln und dann eben zu seiner eigenen Meinung zu machen, wenn man eben tatsächlich d'accord ist oder eben nicht. Und es ist eben wichtig, dass man Informationen hat. Und ich persönlich möchte mich halt dann nicht positionieren, wenn ich das nicht hundertprozentig mit Gewissheit sagen kann, dass der Kurs in eine Richtung nach oben oder nach unten geht. Es gibt immer Anzeichen dafür, dass Dinge passieren können, aber niemand kann es halt garantieren. Und ich möchte mich nicht als jemand darstellen, der irgendwelche Dinge hundertprozentig weiß und deswegen irgendwelche definitiven Aussagen trifft. Das ist eben nicht das, was ich mit den Videos hier bezwecken möchte. Und daher möchte ich eigentlich auch in Zukunft weniger oder beziehungsweise eher diese eher schwammigen Aussagen treffen, wenn es darum geht, dass der Bitcoin-Kurs steigen könnte. Dann gibt es entsprechende Begründungen dafür oder eben auch nicht. Ich wäge ab und ich teile meine Meinung mit euch. Und jeder muss eben selber dann nochmal rüber gucken, ist das tatsächlich etwas, was ich akzeptieren kann? Ist das etwas, was tatsächlich auch meiner Meinung entspricht oder eben nicht? Und da gibt es kein richtig oder falsch bei, sondern es geht darum, dass man seine eigene Meinung einfach definitiv daran feilt und dann daraus eben seine eigene Strategie ableitet. Und auch das ist natürlich mein Ziel, wenn ich mir Artikel durchlese, wenn ich verschiedene Aussagen von Investoren mir angucke, die eben teilweise sehr großes Interesse daran haben, Publicity, also das heißt, dieses Scheinwerferlicht auf sich zu ziehen. Ja, es geht hier um Unternehmer, die Bitcoin-Börsen oder beziehungsweise Krypto-Börsen verwalten und beziehungsweise diese besitzen, und die wollen natürlich auch entsprechend Geld damit verdienen. Und wenn man dann eben ins Fernsehen geht, in die Medien, wohin auch immer, und diese definitiven Aussagen trifft, von wegen der Bitcoin wird $250.000 bis 2020 erreichen, naja, dann bedeutet das automatisch, dass man entsprechende Klicks generiert oder beziehungsweise mehr Leser dazu gewinnt, die sich dann eben mit dem Exchange auseinandersetzen, denn dieser Investor, der muss ja recht haben, wenn er solche Aussagen trifft und sie dann vielleicht auch mit der einen oder anderen halbgaren Wahrheit unterlegt. Und ja, da geht es dann einfach darum, Geld zu verdienen. So, und ich möchte halt einfach Informationen teilen, meine Meinung dazu äußern, und dann sollte jeder daraus seine eigene Meinung eben ableiten und seine Strategie eben verbessern oder vielleicht nochmal anpassen, wenn es ihn eben dazu bewegen sollte. So, und deswegen werde ich mich auch zukünftig nicht zu bestimmten Preisen wirklich positionieren. Letztendlich geht es hier aber in dem Artikel darum, laut deren Aussage, dass eben der Tiefpunkt erreicht sein könnte. Das heißt also, auch der Markt sich selber bereinigt hat und das jetzt eben wieder mittelfristig zu einer Kurserhöhung kommen kann. Ob das tatsächlich so passiert, das gucken wir uns in den nächsten Wochen wieder an.
Und das letzte Thema, hier geht es um den Kryptoskeptiker Krugman, der ja hier einen Nobelpreis ja, mal sich erarbeitet hat. Und das ist ganz interessant. Er hat in der Vergangenheit, und dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, ja, sich dazu geäußert, zu dem Bitcoin, hat sich aber überhaupt nicht mit dem Thema auseinandergesetzt. Das heißt also, er sprach vor vielen Menschen, hat natürlich einen großen Einfluss aufgrund seines Titels, und er hat sich einfach extrem negativ verhalten, er hat sich negativ zum Bitcoin geäußert, was ja jedem freisteht, aber wenn man eben sich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt hat, dann sehe ich das als sehr kritisch an, vor allem wenn man eine relativ große Reichweite hat. Und er hat sich nun auf einer Konferenz in Las Vegas nochmal ja, mit dem Thema auseinandergesetzt, mit dem Thema Bitcoin, was ich ein bisschen fraglich finde, denn er sagt nämlich, dass er sich mit dem Thema Blockchain nicht auseinandergesetzt hat, aber aus meiner Sicht muss man sich mit dem Thema Blockchain auseinandersetzen, wenn man sich mit dem Thema Bitcoin auseinandersetzt. Aber gut, er äußerte, dass er sich eben mit dem Bitcoin auseinandergesetzt hat, und er sagt dadurch, dass er sich eben damit auseinandergesetzt hat und neue Erkenntnisse erlangt hat, sagte er, Gold ist tot. Bitcoin hat größeren Nutzen als Gold. Es gibt eine Chance für Gold, für Bitcoin in der Zukunft wertvoll zu sein. Er äußert natürlich auch wieder einige Nachteile. Hier geht es um Transaktionskosten, wobei das Thema Lightning Network, also Off-Chain-Transaktionen, hier, denke ich, immer weiter an Wichtigkeit gewinnen werden, weil wir hier ja deutlich Kosten einsparen können, und dann gibt es dieses Thema dieses Nachteils eigentlich nicht mehr. Außerdem hat er hier noch eine sehr interessante Aussage getroffen. 8 Jahre nach dem Start von Bitcoin haben Kryptowährungen nur sehr wenig Einfluss auf den tatsächlichen Handel genommen. Einige Firmen werden sie als Zahlungsmittel akzeptieren, aber mein Gefühl ist, dass es mehr um die Signalisierung geht, als um den tatsächlichen Nutzen. Kryptowährungen haben eine große Marktbewertung, aber sie werden überwiegend als Spekulationsobjekte gehalten, nicht weil sie als Tauschmittel nützlich sind. Hier ist natürlich die Frage, ob es tatsächlich dazu kommen kann, dass der Bitcoin oder andere Kryptowährungen in den ja im Mainstream quasi ankommen und auch wirklich dazu genutzt werden, aktiv damit Waren zu kaufen und so weiter. Das wird eben die Zukunft zeigen. Ein ETF könnte der nächste Schritt sein, und wenn sich diese Ökonomen bzw. auch Nobelpreisträger und so weiter eben auch mit diesem Thema auseinandersetzen und sich dann wirklich positionieren, nachdem sie es verstanden haben, dann könnte es natürlich auch dazu führen, dass der Bitcoin weiter an Akzeptanz gewinnt. Ich denke, regulatorische Schritte sind hier quasi das, was passieren wird, und das, was eben auch den ganzen Markt nochmal beeinflusst. Und da ist dann eben gespannt, was daraus abzuleiten ist. Gut, ich hoffe, euch hat mein kurzes und informatives Video gefallen. Falls es so war, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo da lassen und natürlich die Glocke aktivieren. Und ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao.